So, hier zeige ich dir noch kurz, wie du dich bei Saphir anmeldest, um deine Hubs zu kaufen für dein Scenic Minting. Das geht folgendermaßen: Du hast hier zwei Möglichkeiten. Entweder du bist mit dem Handy unterwegs und du kopierst diesen QR-Code, du scannst bzw. diesen Code und kannst dich dann über diesen Code registrieren. Oder du gehst einfach vor, du hast von mir oder von jemand einen Link bekommen, über den du dich anmelden kannst, dann ist es ganz einfach, E-Mail-Adresse eintragen. Hier vergibst du dir einen Nutzername, ja, das kann ein Fantasiename sein, deiner Wahl, zum Beispiel Batman oder was auch immer, ja. Dann kannst du hier deinen Vornamen eingeben, deinen Nachname, dann vergibst du ein Passwort, ja, das sollte natürlich kein leichtes Passwort sein, soll ein bisschen ein komplizierteres Passwort sein. Am besten nimmst du Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, ein, zwei Zahlen und noch ein paar Zeichen wie Raute oder Ausrufezeichen oder was auch immer. Dann dasselbe Passwort hier nochmal eintragen, ja. Das heißt, und dann bitte dieses Passwort merken, ja, den Username merken, den Username merken und das Passwort merken, dass du dich wieder einloggen kannst. Ich mache das natürlich jetzt nicht, aber das ist ja leicht, ja, das versteht ja auch. Verstehst auch du, ja, sage ich jetzt mal, weil ich habe es auch verstanden. Dann hier noch dein Land raussuchen, also wo du eben lebst, ja. Und dann kannst du hier diese Haken rausmachen oder drin lassen, ja. Also ich akzeptiere die AGB Teil 1 und Teil 2. Da kannst du hier bei Teil 1 draufklicken und dann auf Teil 2 und die allgemeinen Geschäftsbedingungen durchlesen. Nachdem du das durchgelesen hast, musst du hier diesen Haken setzen, sonst geht's nicht. Ich bin 18 Jahre oder älter, kannst du hier ebenfalls ankreuzen, wenn du 18 Jahre oder älter bist. Und wenn du möchtest und du möchtest mit demjenigen, der dir dieses Geschäft vorgeschlagen hat, diese Möglichkeit empfohlen hat, wenn du mit ihm deine Daten teilen möchtest, also Name, E-Mail-Adresse, ja. Mehr ist es ja nicht, weil du musst ja nicht hier mehr angeben. E-Mail-Adresse, Nutzername, Vor-, Nachname, Passwort wird natürlich nicht geteilt. Dann werden diese Dinge hier, also E-Mail-Adresse, Vor-, Nachname, werden dann mit demjenigen geteilt, der dir das empfohlen hat. Also wenn du damit einverstanden bist, ich empfehle es dir, weil dann kann dich auch derjenige leichter kontaktieren und dir auch weiterhelfen und so weiter und so fort. Also ich würde dir empfehlen, mach alle diese drei Haken rein und dann klicke auf Registrieren und dann bist du registriert. Nachdem du hier auf Registrieren geklickt hast, gehst du bitte in dein E-Mail-Postfach, der E-Mail-Postfach, die du hier oben eingetragen hast. Und dann musst du dort noch etwas bestätigen. Du bekommst dann Post von Saphir. Dann musst du dort noch bestätigen. Und nachdem du bestätigt hast, kannst du dann dich auch einloggen bei Saphir und einen Betrag einbezahlen, damit du deinen Zenik Hub oder deine Zenik Manting Farm oder auch deinen 32. Viertel, 16. oder was auch immer Hub kaufen kannst. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Das war der erste Teil und jetzt folgt gleich der zweite Teil, wie du deinen Hub kaufst bei Saphir beziehungsweise wie du Geld bei Saphir einbezahlst. Ich wünsche dir ganz viel Vergnügen damit und ganz viel Erfolg. Alles Liebe und bis gleich. In diesem Video möchte ich dir die Einzahlungsmöglichkeiten bei Saphir vorstellen, durch die du dir quasi deinen halben Hub, deinen Viertel-Hub, deinen Achtel-Hub, deinen Sechzehntel- oder 32. Hub kaufen kannst. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Zuerst einmal hast du dich natürlich registriert und dann hast du hier deinen Username und unten dein Passwort und jetzt gehst du hier auf Anmelden und dann loggst du dich quasi in dein Backoffice ein. Bitte entschuldigt, dass ich meine Zahlen hier alle verwische, weil es geht ja niemand etwas an, was ich wo, wann, wie gemacht habe. Ich möchte dir nur jetzt zeigen, wie eine Einzahlung funktioniert. Du gehst hier links runter bis zu dem Reiter hier und
wo Wallet steht, dann klickst du hier drauf und dann hast du hier die Möglichkeit Einzahlung, Auszahlung, Krypto, Auszahlung, Pfennig, Auszahlungen im Allgemeinen, da wird alles dokumentiert, aber wir gehen jetzt auf Einzahlung. Wir klicken hier auf Einzahlung und dann siehst du hier schon, du hast hier die Möglichkeit Bitcoins einzuzahlen. Meine Bitcoin-Adresse zum Einzahlen wäre jetzt die hier. Die darfst du gerne benutzen und mir gerne Bitcoins hier drauf senden. Also, das ist meine Bitcoin-Adresse zum Einzahlen. Die Bitcoin-Legacy-Adresse ist, so wie ich das verstanden habe, eine alte Bitcoin-Adresse. Falls du irgendwo ein altes Wallet rumliegen hast, wo du Bitcoins drauf hast, dann gilt diese alte Adresse und die würde dann in dem Fall so hier aussehen. Und dann kannst du auch die benutzen für eine alte Adresse. Dann gibt es noch die Möglichkeit, hier mit Bitcoin Cash zu bezahlen. Dann wäre das hier eben deine Adresse Ethereum. Dann gibt es noch Eurocoin, wobei ich den gar nicht benutze. Ich weiß gar nicht, wo der überhaupt gelistet wäre, um den benutzen zu können. Wer ist mir momentan nicht bekannt. Und ich bevorzuge meistens Litecoin oder auch Bitcoin Cash. Ethereum und Bitcoin nehme ich eigentlich ansonsten nicht, weil sie zu langsam sind, die Volatilität ist zu hoch und so weiter und so fort. Also ich bevorzuge Litecoin oder Bitcoin Cash. Okay, es gibt noch weitere zusätzliche Einzahlungsmethoden. Dazu klickst du dann hier und dann kommst du auf die nächste Seite, wo dir noch drei verschiedene Einzahlungsvarianten vorgeführt werden. Ich persönlich habe mit keiner dieser Einzahlungsmöglichkeiten Erfahrung, aber es geht. Ja, Start Bank Deposited KYC Prozess, also da musst du halt auch die ganzen Ausweis hochladen und so weiter machen, dann geht das hier auch. Dann hast du hier die Möglichkeit über die Kreditkarte. Und hier noch die Möglichkeit über DOS Coinway GmbH. Wenn du das bevorzugst, dann klicke einfach auf den Button und folge den Anweisungen. Ja, ansonsten, ich bevorzuge und empfehle dir, Kryptowährungen zu benutzen. Das wäre meiner Meinung nach die einfachste Variante. Also, das ist natürlich die Voraussetzung ist, dass du irgendwo schon ein Krypto-Wallet hast. Das eines der bekanntesten wäre Bitpanda. Manche sind auch bei Binance oder Coinbase und wie sie alle heißen, ja. Falls du noch kein Wallet hast, dann ist der erste Schritt meiner Meinung nach besser als die Schritte, die ich dir unter zusätzliche Einzahlungsmethoden gezeigt habe. Also der bessere Weg meiner Meinung nach wäre, du öffnest dir ein Wallet und am einfachsten wäre, wenn du kompletter Anfänger bist, dann nimmst du eventuell am besten erstmal Bitpanda. Bitpanda funktioniert super, allerdings sind die Gebühren etwas höher wie woanders, aber es funktioniert am einfachsten und gerade jetzt, also zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos, bei Bitpanda geht eben auch Sofortüberweisung, Einzahlung über Girokonto. Bei Binance und anderen geht es im Moment gerade nicht. Deshalb heißt, wenn du das Video zu einem späteren Zeitpunkt anschaust, dann geht's vielleicht wieder. Im Moment geht's auf jeden Fall nicht. Ich glaube, sie sind da haben sich irgendwelche Regelungen geändert und die müssen sich jetzt entsprechend da eben anpassen und müssen da was neu machen. Ich denke, das kommt wieder, die Möglichkeit einzuzahlen über ein Bankkonto, über ein Girokonto. Aber im Moment, zu Zeitpunkt der Aufnahme, August 2021, geht's auf jeden Fall nicht. Das heißt, wenn du von deinem Girokonto aus einzahlen möchtest, dann empfehle ich dir im Moment wirklich Bitpanda. Lade dir auf Bitpanda, nachdem du dich verifiziert hast. Also du musst einen Ausweis hochladen, eine letzte Rechnung, zum Beispiel Stromrechnung oder was auch immer. Also du musst einfach das machen, was Bitpanda von dir fordert, damit dein Konto dann auch verifiziert wird, damit du eine vernünftige Summe dann auch über Bitpanda dann auch bewegen kannst, ein- bzw. auszahlen. Okay, wenn du ein Bitpanda oder was auch immer für ein Wallet hast, dann gehst du in diesem Wallet auf
Auszahlung, ja, oder auf Senden, ja, also du willst Geld senden und dann musst du dort die Währung aussuchen, in die du quasi, in die du gewechselt hast, also wenn du Euros eingezahlt hast auf Bitpanda zum Beispiel, dann wähle dort aus, zum Beispiel Bitcoin Cash oder Litecoin, wechsle die Euros in Litecoin oder Bitcoin Cash. Wenn du in Litecoin gewechselt hast, dann nimmst du diese Adresse, wenn du hier auf Litecoin klickst und markierst das hier komplett, ja, vergleiche auch immer die Anfangs- und die Endbuchstaben, damit du die Adresse vollständig hier auch hast und keinen Fehler machst. Dann gibst du das dort in deinem Wallet an, wohin du das eben schicken solltest, wie beim Online-Banking. Die wollen ja auch wissen, wo du dein Geld hingeschickt haben möchtest, auf welche Kontonummer, zu welcher Bank, ja, mit welcher IBAN-Nummer und was auch immer. Hier ist es halt so, die wollen wissen, wo willst du deine Litecoins hinschicken von deinem Wallet, zum Beispiel hierher, ja. Und es geht dann innerhalb von ein paar Minuten, ist dann hier das Geld drauf und es erscheint dann hier als Betrag, den du zur Verfügung hast. Sobald du den Betrag dann hier drauf hast, die du quasi über Bitcoin Cash, Litecoin oder was auch immer hierher geschickt hast, gehst du runter zum Shop, ja, und jetzt hast du zum Beispiel gesagt, okay, ich möchte diesen Zenicap kaufen, du hast 2000 Euro rübergeladen, ja, und du hast hier jetzt die 2000 Euro stehen, dann gehst du auf Jetzt kaufen und folgst den Anweisungen beim Jetzt kaufen, um diesen Hub zu kaufen. Das ist ja für uns ganz, ganz leicht. Du klickst also hier auf Jetzt kaufen. Ich akzeptiere, ja, und dann kommt hier, okay, das mache ich natürlich jetzt nicht, ja, kann ich auch nicht, weil ich gar nicht so viel Guthaben drauf habe. Ich habe ja schon auch einen Hub. Im Moment kaufe ich keinen zweiten. Okay, in diesem Sinne, das war's erstmal mit dieser Erklärung. Der Rest ist quasi für uns einfach und du hast quasi die Optionen, einen halben zu kaufen für 800 Euro, eben diesen ganzen Hub inklusive dieses Gerätes, welches dir quasi dann auch dieser Hardware, ja, welches dir quasi auch gewährleistet, dass du quasi eine IBAN-Nummer erhältst, eine Kreditkarte und deine ganzen Bankgeschäfte kannst du dann über dieses Gerät hier tätigen. Du brauchst quasi dann so gut wie gar keine andere Bank mehr, weil du kannst darauf einzahlen und auszahlen in sämtlichen Währungen. Du kannst natürlich auch diesen Saphir Minting Hub kaufen. Das ist eine volle Masternode, wie das hier auch, der Zenic Hub. Nur eben ist er eben ohne das Gerät, ja, für 1499. Dann hast du hier die Möglichkeit, eine Minting Farm zu kaufen für 2950. Das ist auch ein Full Masternode, welches natürlich eine höhere Leistung hat. Und du kannst hier auch die Menge auswählen. 2 oder sogar 256. Also wenn du quasi 330.000 Euro übrig hast, dann kannst du auch 256 Saphir Minting Farm kaufen. Oder du kannst auch 4 nehmen oder wie auch immer. Und was du auch immer zur Verfügung hast, hier erscheint dann der Preis, der dann halt fällig wird bei der Menge an dem, was du hier kaufen willst. Dann kannst du aber auch Saphir Minting Shares kaufen, zum Beispiel einen halben, einen Viertel, der wäre dann 450 Euro, einen Achtel für 250 Euro, einen Sechzehntel für 150 Euro und die kleinste Einheit wäre dann ein 32. Hub für 100 Euro, ja. Also diese ganzen Möglichkeiten hast du. Also du kannst es ist quasi so gut wie für jeden Geldbeutel was vorhanden. Und es macht auf jeden Fall Sinn, wenn du wenig Geld zur Verfügung hast, dass du dir mindestens mal einen 32. oder einen 16. holst, ja. Und wenn du kannst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall diesen Zenic Hub zu holen. Und wenn du dann noch weitere Ausgaben tätigen kannst, wenn du das Kapital zur Verfügung hast, dann empfehle ich dir natürlich auf jeden Fall zusätzlich noch hier die Saphir Minting Farm und dann überlegst du halt, wie viel du möchtest, 2 oder 4 oder wie auch immer, ja, also bis zu 256, das überlasse ich dann gerne dir. Ich hoffe, du hast alles verstanden. Unter diesem Video wirst du
auch meine Kontaktdaten finden, Links finden zum Anmelden und so weiter und so fort. Und dann kannst du auch mit mir in Kontakt treten. Ich helfe dir gerne, wenn irgendwo Fragen sind. Stell mir auch deine Fragen in den Kommentaren, beziehungsweise schreib mich an über Telegram, über die ganzen Möglichkeiten, die dir unter diesem Video in der Beschreibung offeriert werden, mit mir Kontakt aufzunehmen, beziehungsweise informiere dich über die Links, die unter diesem Video dann auch eben aufgeführt sind. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und ich hoffe, dir hat das Video weitergeholfen, damit du nun problemlos deine Hubs kaufen kannst. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Video und tschüss.